Bündnis 90 Die Grünen ist der nächste Redner. Herr Präsident, meine Damen und Herren, UNIFIL ist nicht selbstverständlich. Wir haben in einer hochbrisanten Region eine VN-Mission, die von beiden Konfliktparteien so gewollt war und weiterhin akzeptiert ist. Ich finde, das ist ein Wert für sich. UNIFIL hat damals massiv dazu beigetragen, dass der Krieg zwischen der Hisbollah und Israel beendet worden ist. UNIFIL überwacht den Waffenstillstand und UNIFIL verhindert, dass zumindest seeseitig Waffen neu ins Land kommen. Es ist unterbetont aus meiner Sicht in dieser bisherigen Debatte, wie wichtig es ist, dass UNIFIL dazu beiträgt, dass die Streitkräfte Libanons ausgebildet werden, denn diese Streitkräfte sind eine der ganz wenigen Institutionen im Land, die überkonfessionell großes Vertrauen in der Bevölkerung genießen. Und die Tatsache, dass die hoffentlich bald stattfindenden historischen, direkten Gespräche zwischen Libanon und Israel bei der Frage der maritimen Grenzziehung und bei der Frage der Aufteilung der Gasfelder Tamar und Leviathan in einem Standort von UNIFIL stattfinden werden, nämlich in Naqoura, zeigt auch, dass UNIFIL als Plattform für ein Gespräch, was nicht selbstverständlich ist, sehr, sehr wertvoll ist. Und deshalb werden wir diesem Mandat zustimmen. Allerdings ist die Situation in Libanon schwer fragil. Und deshalb lohnt es sich auch, einen Blick darauf zu werfen. Und es gibt drei große Gefährdungssituationen gerade für den Libanon. Das eine ist die Hisbollah und die hochaggressive Politik. Der Kollege Schmid hat darauf zu Recht hingewiesen. Die Hisbollah bricht täglich die alten Friedensverträge des Libanons. Und man muss befürchten, dass, wenn der Krieg in Syrien so sich weiterentwickelt, dass die Hisbollah nicht mehr in der Form von Assad gebraucht wird, dass sie mit großer Kraft und mit weit mehr Potenzial und Feuerkraft zurückkommen werden nach Libanon mit ihren Streitkräften. Das würde die Balance der Macht in Libanon massiv gefährden. Zweitens ist der Libanon unglaublich unter Druck weiterhin durch die Situation mit den syrischen Flüchtlingen vor Ort. Wir kennen die Situation. Viele von uns haben Dörfer besucht im Libanon, bei denen der Schulunterricht mittlerweile in 3 bis 4 Schichten stattfinden muss, damit die Kinder dort auch unterrichtet werden können. Im Übrigen in 2 Sprachen, einmal Französisch für die libanesischen Kinder und dann 2 bis 3 Mal in Arabisch für die syrischen Kinder. Und das führt zu Friktionen. Das führt dazu, dass die libanesische Politik jetzt zunehmend Druck macht. Da braucht dieses Land weit mehr Unterstützung von Europa, als bisher der Fall ist. Und was auch dringend erwähnt werden muss, ist das Damoklesschwert des sogenannten Nahostfriedensplans der Administration Donald Trumps. Dieser Plan beinhaltet, dass die Flüchtlinge, die 48 Folgende aus Palästina nach Libanon gekommen sind, jetzt alle den libanesischen Pass bekommen sollen. Das würde massiv die bisherigen Friedensbemühungen stören. Das würde vor allem die soziale Balance in Libanon massiv durcheinander bringen. Das ist eine Entscheidung, die Libanon treffen kann, aber nicht aufgezwungen bekommen darf von Washington. Und deshalb ist es notwendig, dass unsere Bundesregierung erstens Libanon hilft und endlich aufhört, humanitäre Hilfe zu leisten, sondern das überführt in Entwicklungszusammenarbeit, weil die Infrastruktur in Libanon fehlt. Und zweitens vielleicht auch mal ein kritisches Wort findet zum sogenannten Deal des Jahrhunderts, der nicht nur für die Zwei-Staaten-Lösung so etwas wie ein Sargnagel sein kann, sondern für viele andere Länder in der Region massive Konflikte beinhaltet. Vorläufig letzter Redner in dieser Debatte ist der Kollege Florian Hahn.